Hallo zusammen, willkommen bei So halt. Hier geht es um eine Creme, die innerhalb von 5 Minuten 85% der Falten entfernen kann. Und Vitalis hat mich gefragt, diese Creme auszuprobieren. Die heißt Instant Age Back. Also instant das Alter zurückbekommen, also jünger werden und zwar nach 5 Minuten. Ich fand das so interessant, habe mich ein bisschen über diese Creme belesen, dass ich einfach nicht Nein sagen konnte. Ich wollte das unbedingt ausprobieren und vor allen Dingen wollte ich euch das hier auch live zeigen und dass wir live zusammen sehen, was diese Creme wirklich kann. Die gab es schon, also das gab es als Cremetube. Neu daran ist jetzt, dass es einzelne Flakons sind und in jedem sind 7,5 Milliliter drin. Wenn man jetzt zum Beispiel nur seine Stirnfalten behandeln möchte, dann reicht das für mehrere Anwendungen. Man kann es aber mit den kleinen Deckelchen auch verschließen. Praktisch ist das aber für unterwegs und für die Reise zum Beispiel, weil es eben eine kleine Verpackungsgröße ist. Die haben dafür sogar einen Innovationspreis erhalten, weil das so eine tolle Creme anscheinend ist. Und als ich dann da gestöbert hatte bei denen auf der Webseite, da haben sie bei der Creme auch so ein paar Beispielbilder. Ich blende die euch jetzt hier mal ein, wie die Falten angeblich verschwinden. Und dann habe ich mir gedacht, das kann so überhaupt nicht in echt funktionieren. Und ich bin jetzt wirklich sehr neugierig, was es auf meiner Haut macht. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Berichte dazu angeschaut, aber ich will dazu gar nicht weiter was verraten. Ich denke, Recherche ist immer wichtig, aber wir testen die jetzt live. Und damit wir das Ganze auch schön festhalten können, zeige ich euch jetzt meine Haut vorher. Also ihr habt jetzt gesehen, dass ich schon ein paar Falten auf der Stirn gesammelt habe. Genauso hier außen die Lachfältchen am Auge und die Zornesfalte. Also da haben sich schon zwei so, ja, eine in der Mitte recht stark ausgebildet. Auf der Stirn ist die hier in der Mitte am stärksten bei mir und dann zwei so einzelne. Und ihr wisst ja, dass ich schon wirklich öfters darüber gesprochen habe, Falten zu reduzieren und Falten vorzubeugen. Also die Prävention ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, denn Falten, die noch gar nicht da sind, brauchen wir nicht bekämpfen. Dazu habe ich schon ganz viele Videos gemacht. Eine Auswahl findest du hier oder auch unten in der Infobox. Aber so eine Creme mit Soforteffekt hatte ich noch nie und ich bin jetzt wirklich sehr neugierig, wie das geht. Du kriegst jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also ich habe es mir von der Anleitung, die hier dabei war, komplett durchgelesen und falls du da keine Lust drauf hast, siehst du hier die Anleitung im praktischen Schnellformat, würde ich jetzt mal sagen. Also zuerst muss man das Gesicht reinigen. Das habe ich schon gemacht mit meiner Foreo-Reinigungsbürste und danach anfeuchten. Dafür nehme ich jetzt einfach feuchte Wattepads. Grund dafür ist, dass die Creme wirkt in dem Moment, wo sie antrocknet. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, während der Anwendung und während der Trocknungsphase möglichst seine Gesichtsmimik nicht zu benutzen. Man nimmt dann aus diesem kleinen Flakon eine erbsengroße Menge, also man braucht gar nicht viel, je Gesichtspartie. Ich gebe es mir jetzt erstmal auf die Stirn auf und auf die Zornesfalte. Dann auch hier auf die Lachfältchen und ums Auge herum. Hier habe ich zwar noch nicht so eine starke Falte, aber auch da gebe ich es mal hin. Wichtig ist, nicht zu viel zu nehmen. Es darf nur eine dünne Schicht sein, denn sonst würde es einfach so einen weißen Film, einen weißen Rand hinterlassen. Es liegt daran, weil das Ganze auf Lehmbasis ist und der Lehm, während er trocknet, eine straffe Schicht bildet. Und gleichzeitig sind noch Peptidkomplexe enthalten, die die Muskeln entspannen, dass man eben, dass sie sich wirklich entspannen und nicht mehr die ganze Zeit auf Kontraktion sind und so die Falten schön ausbügeln. Das ist ja ähnlich wie beim Botox. Jetzt lasse ich das mal antrocknen, 5 Minuten, und versuche möglichst meine Stirn und meine Lachfältchen nicht zu bewegen. Fächern kann den Effekt verbessern, deswegen fächere ich mir jetzt auch Luft zu. Und was ich sagen wollte, das ist ähnlich wie beim Botox, weil beim Botox wird ja Gift gespritzt. Ein Gift, das die Muskeln lähmt. Und das ist natürlich schon eine heftige Sache und es muss auch nicht sein. Und dieses Instant Ageback ist eigentlich eine Botox-Creme, wenn man so will.
Es ist kein Gift enthalten, aber es hat denselben Effekt. Es bügelt einfach das Gesicht glatt. Ja, und eben es entspannt die Muskeln. Jetzt trocknet es. Ich spüre, wie die Haut langsam trocken wird. Und es fühlt sich jetzt, also es strafft sich langsam. Es fühlt sich wirklich straffend an, wie als ob es sich so schön hinzieht. Und ich denke, das tut es auch. Vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch auch, kann es wirklich gut für die Haut sein oder ist es nicht eher gesundheitsschädlich? Und Vitalis sagt dazu ganz klar, nein, es ist absolut nicht gesundheitsschädlich. Sie haben es auch mit Dermatologen getestet und abgestimmt. Das Ganze wirkt sowieso nur in den obersten Hautschichten, also es zieht nicht sehr tief ein, also braucht man da keine Angst haben. So, und dann sagen sie noch, das Ganze hält bis zu 9 Stunden. Man sollte auf ölhaltige Creme oder Pflegeprodukte jetzt danach verzichten, weil das Öl könnte das Ganze wieder auflösen und dann könnte die Wirkung einfach geschwächt werden. Und was ich mich auch gefragt habe, was Vitalis aber auch gleich auf der Webseite beantwortet ist, hat das jetzt nur so einen kurzfristigen Soforteffekt oder auch wirklich einen langfristigen Effekt? Und da sagen sie ganz klar, es hat auch einen langfristigen Effekt. Angeblich soll es nach 30 Tagen Anwendung wirklich nachhaltig 30% der Falten reduziert haben, weil sich durch die Peptidkomplexe Kollagen bildet. Was ich super interessant finde. Also hat man nicht nur einen Soforteffekt, sondern auch einen Langzeiteffekt. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht ausprobiert, da ich jetzt die Creme mit euch hier gerade live teste und noch nicht im Langzeittest hatte. Aber wenn euch das interessiert, schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr das haben wollt und dann kann ich das auch mal im Langzeittest für euch abchecken. Es fühlt sich jetzt trocken an, wobei 5 Minuten noch nicht vorbei sind. Die Haut fühlt sich sehr, sehr schön weich an. Und was ich jetzt schon spüre, ist wirklich ein extremer Zug. Es fühlt sich an wie eine komplette Straffung und Entspannung des Gesichts gleichzeitig. Also das fühlt sich an, wie wenn hier meine Muskeln sehr faul sind, dass sie sich gar nicht bewegen wollen. Das ist aber gut. Und jetzt schauen wir uns das mal vom Nahen an. Vielleicht entwickelt sich das jetzt auch noch ein bisschen, vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, aber was man jetzt schon an der Stirn sieht, es sieht aus wie so, wirklich wie so ein Weichzeichner-Effekt. Ich schwöre es euch, hier ist kein Filter auf dem Video. Das ist echt und hier trage ich kein Make-up, hier habe ich nichts gefaked und du siehst auch hier, die Fältchen sind schon weg. Fast weg, noch nicht ganz. Und die Poren werden geschlossen. Also, das sieht jetzt echt verrückt aus. Das ist wie so ein Weichzeichner. Also, wie als ob man wirklich so eine Schicht drüber legt. Oh, ich sollte meine Stirn nicht anspannen. Und wie als ob man mit Photoshop so einen Weichzeichner drauf macht. Das ist echt cool. Vor allen Dingen sieht man auch, ich habe ja nicht das ganze Gesicht eingecremt, sondern hier zum Beispiel nur so den Streifen. Und da sieht man auch den Unterschied. Hier habe ich keine Creme aufgetragen und hier schon, wie es da weich gezeichnet ist und da nicht. Oder auch von hier nach hier sieht man den Unterschied extrem. Während mein Gesicht noch trocknet, werde ich das Ganze jetzt auch nochmal am Hals anwenden. Denn ihr kennt es ja, wenn man älter wird, hat man hier immer mehr solche komischen Halsfalten. Von der Menge eine Erbsengröße wieder. Und das gebe ich jetzt hier auch dünn und großzügig da auf dem Hals auf. Der Hals muss jetzt noch trocknen. Es fängt schon. Ach so, ich soll ja am besten keine Falten jetzt reinbringen. Am besten gerade halten. Es dauert ja 5 Minuten, muss jetzt trocknen und es spannt jetzt schon auch am Hals ein wenig. Ich finde aber, es fühlt sich erfrischend an. Sehr komisch natürlich. Schon sehr straff. Ungewohnt. Also da muss man sich an das Gefühl gewöhnen. Aber das Ergebnis im Gesicht ist wirklich toll. Da sind wir jetzt in der Trocknungszeit fertig und ich zeige euch das jetzt mal. Ich hatte ja
gesagt, dass es vielleicht gar nicht so einen krassen Effekt hat, wie sie es auf der Webseite darstellen. Aber das nehme ich zurück. Das hat es doch. Und schau mal, wenn ich jetzt meine Stirn anspannen will, dann fällt mir das schwer. Das ist gut, denn Falten kommen ja nur deshalb ins Gesicht, weil man die ganze Zeit irgendwelche Muskelanspannungen, Kontraktionen macht und sich deshalb Furchen in der Haut bilden, dadurch, dass die Haut sich immer zusammenzieht oder schiebt hier bei der Zornesfalte. Und wenn man das gar nicht erst kann, weil man etwas blockiert ist, dann ist es umso besser. Der Hals hätte jetzt noch 3 Minuten, aber ich denke, wir sehen jetzt auch schon einen Effekt. Also ich sehe ihn schon. Wow, was sagt ihr jetzt zu dem Ergebnis? Ist das nicht toll? Also ich fühle mich jetzt auch gleich schon 8 Jahre jünger. Ich würde sagen 8 ungefähr. Faltenfrei, das ist unfassbar. Dabei habe ich ja eigentlich noch gar nicht so arg viele Falten. Aber wenn man das jetzt im Vorher-Nachher-Vergleich sieht, dann muss ich sagen, hui, ich habe doch schon ganz schön viele. Und wenn das jetzt hier geglättet ist, dann sieht man erstmal, wie schön es nachher aussieht. Ich bin wirklich absolut schwer, schwer, schwer begeistert. Und das ist es, mein fertiges Ergebnis nach dem Instant Ageback. Ich bin schwer, schwer, schwerstens begeistert. Es fühlt sich so straff und toll an. Auch der Hals ist wirklich glatter geworden. Auch wenn hier, da sind die Falten ja immer sehr tief, die sich da einfach durch die tägliche Bewegung hier so reinsetzen. Die sind nicht hundertprozentig weg. Jetzt bei mir nicht. Aber sie sind doch deutlich schwächer geworden. Es ist wirklich unglaublich, dass ich hier ungeschminkt in dem Video sitze und eine ebenmäßige Haut habe. Boah, das ist unfassbar schön. Man kann da mit Make-up auch drauf arbeiten, das ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, kein ölhaltiges Produkt zu verwenden. Man kann auch Tagescreme verwenden, aber auch hier auf Wasserbasis, nicht auf Ölbasis, denn das könnte den ganzen Effekt wieder auflösen. Ich für meinen Teil brauche jetzt hier an der Stelle überhaupt keine Foundation aufzutragen, denn dieser Straffungs- und Glättungseffekt, diese Porenminimierung, die ist so fantastisch jetzt hier, dass ich mich ungeschminkt hier, also die Haut ist ungeschminkt, pudelwohl fühle und hier gar nichts weiter machen muss. Wie hat euch denn jetzt dieser Effekt gefallen von der Instant Ageback? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Findet ihr jetzt, ich übertreibe? Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr subjektiv hier. Ich sehe es jetzt hier in meinem Spiegel vom Nahen und ihr seht es nur in der Kamera. Ich bin wirklich schwer begeistert. Aber habt ihr das auch so empfunden? Findet ihr es auch so toll? Habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht und diese Creme getestet? Würde mich auch sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich für meinen Teil werde sie öfters jetzt noch verwenden, weil ich es wirklich toll finde. Ich habe jetzt nach diesem Video die Creme auch noch mal bei meiner Mama ausprobiert, weil die ja natürlich deutlich mehr Falten hat als ich. Die ist über 60. Und schaut euch mal bitte dieses Vorher-Nachher-Ergebnis an. Ich schwöre es euch, da ist nicht mit Photoshop nachgeholfen. Es ist die Wahrheit. Ich bin wirklich begeistert und sie war es übrigens auch, obwohl sie von Anti-Aging-Cremes nicht so viel hält, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben dafür. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solche Tests und Pflegeprodukte für die Haut sehen wollt, Produkttests oder Reviews, alles, was für die Haut über 30 ist. Das meiste gilt ja auch dann für die Haut über 40 oder 50. Also da gibt es ja kaum noch Unterschiede, wenn dann in der Intensität. Und außerdem kommen natürlich auch noch Reiseberichte und eventuelle Haushaltstipps, aber natürlich nur Sachen, die wirklich interessant sind. Also abonniere mich gleich und aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Ich aktiviere selber auch gerne die Glocke bei meinen Lieblings-YouTubern und freue mich jedes Mal, wenn ich auf dem Handy eine Meldung bekomme, dass ein neues Video da ist. Falls ihr noch Fragen habt zu dieser Creme, fragt mich alles in den Kommentaren. Ich werde immer von Zeit zu Zeit alle diese Fragen beantworten. Und natürlich könnt ihr euch auch gegenseitig die Fragen beantworten. Das ist natürlich auch immer schön, wenn andere Leute da auch mal ihre Meinung dazu sagen. Okay, und das war's jetzt davon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!